So, dann würde ich mal sagen, wir verbringen jetzt Zeit mit Woody oder Buzz und gehen dann Passionslilien pflücken, oder? Machen wir das? Wen haben wir denn da? Woody oder Buzz? Ach, da unten, da ist ja. Oder brauchen wir Buzz? Buzz, wir brauchen Buzz. Da ist der Woody, Buzz. Buzz, wir brauchen Buzz. So. Hä? Wo war ich denn jetzt? Irgendwo ganz komisch. Woody, bleib stehen! Bleib doch stehen! Er rennt weg. Arsch, Woody. Woody, Arsch. So, komm. Bin ich froh, dich zu sehen. Also, Mann. Muss morgen früh um 5 raus. Oh ja, das verstehe ich dann. Ich muss, wann stehe ich morgen auf? Gut, ich muss nicht so früh, weil der Kleine, ja gut, der Kleine steht, glaube ich, momentan so 6:30 auf morgens. Also geht's noch. Wir haben spontan mal wieder Sing geschaut. Ich fand den gar nicht so gut, tatsächlich. Es gibt noch einen zweiten Teil. Ich fand den ersten schon nicht so doll. So, jetzt gehen wir Passionslinien sammeln. Eier und Passionslinien, natürlich. Wisst ihr, was mich interessiert? Diese Büsche mit den Eiern, sind die nach dem Event eigentlich weg? Weil das Event endet ja am 25. Irgendwo so da um den 25. Um 24., 25. endet das Event ja. Sind die Eierbüsche dann weg? Aber die Lisa sind toll. Ja, gut, schon. Aber irgendwie, ich fand den irgendwie schlecht. So. Überall nur rote Passionslilien. Ich habe auch den Bug. Mein Bug, dein Bug. Bug ist für uns alle da. Ich hab mich fast an der Erdbeere verschluckt. Oh, die sind voll lecker. Die tun gerade richtig gut. Die Gummibärchen, sei es wie es sei, auch geil, aber die Erdbeeren sind gerade richtig gut. Richtig schön lecker, schön aus dem Kühlschrank, schön gekühlt. Meine Tochter muss morgen immer um 6 Uhr, morgens immer um 6 Uhr aufstehen, um 7 fährt ihr Bus. Ich bin schon mal gespannt, wie das zum Beispiel ist, wenn mein Sohn irgendwann mal in die Schule geht oder sowas. Wie früh erziehe ich ihn, dass er, sag ich, sich selbst sein Pausenbrot machen kann? Dass ich nicht aufstehen muss. Aber gut, das ist auch die Frage. Ich meine, ob ich dann immer noch im Homeoffice bin. Also, was heißt im Homeoffice? Ja, ich bin ja quasi 100% Homeoffice arbeiten. Ich bin ja selbstständig und arbeite wirklich 100% aus dem Homeoffice aus. Und von dem her ist halt eben die Frage, wenn ich halt... Eigentlich ist es auch nicht schlimm, mit jemandem aufzustehen, wenn man weiß, man kann wirklich noch da bleiben. Ist tatsächlich so. Wenn ich jetzt wüsste, dass ich mit meinem Sohn aufstehe und er muss dann halt irgendwann mal hingehen und auf den Bus gehen oder sowas, keine Ahnung, irgendwie sowas, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem mit aufstehen und ihm helfen und irgendwie ja Pausenbrot machen oder sonst irgendwas oder sonst, keine Ahnung, wenn es irgendwas ist, was wozu noch Hilfe braucht. Man weiß es ja nicht. Kennt man ja noch nicht die Situation. Kommt ja erst noch. Jedenfalls, ich würde wahrscheinlich mit aufstehen, einfach nur das Gewissen, dass du später, wenn das Kind dann aus dem Haus geht, dass du trotzdem zu Hause bleiben kannst und dann halt eben in Ruhe deiner Arbeit nachgehen kannst. Ich glaube, das bringt schon viel. Ich glaube, wenn du quasi auch im Stress bist, quasi du musst das Kind irgendwie rausbekommen aus dem Haus. Einerseits musst du das Kind aus dem Haus bekommen und andererseits musst du halt eben auch irgendwie gucken, dass du dein Zeug fertig machst, damit du zur Arbeit gehen kannst. Ich glaube, das stresst tatsächlich auch nochmal ordentlich. Von dem her... Ich glaube, Homeoffice könnte einen da vielleicht ein kleines bisschen, ja, ein bisschen sanftmütiger werden lassen, was das Thema angeht. Ich habe damals sogar im Kino gesehen, habe ihn sogar im Kino gesehen. Mein 11-jähriges Ich fand den toll. Oh Gott. 11 warst du da, ne? Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Gut, rechnen wir mal zurück. 6 Jahre zurück. 26, 27. Als Lenya 11 war, war ich 27. Müssen wir da... Wollen wir das überhaupt noch weiter thematisieren? Reicht auch, ne? Jetzt fehlen mir nur noch 3 Gegenstände in der Werkbank. Mach die mal eben schnell. Dann hast du es hinter dir. So.
So, nicht wundern, ich sammle zwar nur eigentlich nur Passionslilien, aber ich sammle einfach auch alles andere mit, wenn ich schon dabei bin. Können wir auch mal ein bisschen das andere Zeug noch sammeln. Und Erdbeeren fressen. Oh, es ist lecker. Hm. Mal eben schnell, wenn das so einfach wäre. Ach ja, Anna. Du musst das doch mit. Du bist doch Pro. Du bist doch Disney Dreamlight Valley ESL-Niveau hier. Du bist ja bei der Disney Dreamlight Valley Meisterschaft. Wie würde die aussehen, Leute? Können wir da mal ganz kurz drüber sprechen? Wie würde die Weltmeisterschaft im Disney Dreamlight Valley aussehen? Ganz, ganz schnell. Keine Ahnung, Büsche pflücken? Wer kann am besten, am schnellsten drücken? Oder ihren Speedrun? Die Realms und die Charaktere freischalten im Speedrun. Ich brauche 200 Eisenbarren. Easy peasy, lemon squeezy. Einfach mal kurz ein paar Eisenbarren hergestellt. Geschmacksorgasmus. Ja, warte. Geschmacksorgasmus. So. Nicht wahr? Ihr liebt eure Clips, ne? Ich glaube, Lenya wird nicht 18. Ich glaube, die bleibt immer 17. Das sagt sie bestimmt schon seit Jahren. Ich weiß, ich habe es immer wieder vergessen, weil ich alt bin. Mein Ex-Mann, unsere Tochter, lebt ja bei ihm und weil sie auf ihn eben mehr hat, mehr Bezug zu ihm, steht noch mit ihr. Sie ist jetzt 14 wochentags auf und richtet Frühstück und Pausenbrote am Wochenende. Dann ist sie beim Frühstück machen dran um 8 Uhr. Aber mit 14 kann man das eigentlich schon selber, meiner Meinung nach. Es kommt immer darauf an. Man kann natürlich erziehen, wie man möchte. Es kann natürlich auch sein, dass man halt einfach sagt, okay, oder wie viel schwarz? Ich habe 5, okay, passt, perfekt. Man kann natürlich jetzt auch hingehen und sagen, ja, ja gut, ich mache es trotzdem gerne für mein Kind, das Pausenbrot. Aber ich denke, es ist eine Erziehungssache. Ich finde, mit 14 sollte man das eigentlich schon alleine hinkriegen. Oder zumindest mal ansatzweise mithelfen lassen. So, schwarze Passionslinie. Das stimmte doch, oder? Muss man auf jeden Fall die schwarze nehmen. Das hat irgendwie ein bisschen fies gemacht, weil da steht ja nur Passionslinie. Und viele haben sich immer gefragt, hä, wie geht das? Ja, schwarze. Forever young. Lenya ist für uns forever young. Wird sie jemals mal erwachsen werden? Ja, wird sie's. Ja, wird sie's. Forever young. Lenya ist und bleibt forever young. Niemals darf sie Alkoholiker kaufen und saufen. Sich die Haare raufen, ja. Oh, ich hätte Ariel was schenken können. Ich war gerade abgelenkt von meinem Singen. Bleib doch jetzt stehen. Ich will dir gerade was schenken. Eine schwarze Passionslilie. Bitteschön. Ich lebe einfach meinen Traum. Das macht er eh, sie mithelfen lassen zu Hause. Okay, das ist was anderes. Ich zum Beispiel musste zu Hause gar nicht wirklich viel machen. Geschirrspülmaschine ein- und ausräumen oder irgendwie sowas. Sowas musste ich zum Beispiel gar nie machen. Ich musste nur mein Zimmer aufräumen. Und trotzdem bin ich der Meinung, ich würde gerne meinen Sohn irgendwann mal mit einbeziehen. In die ganze Geschichte. Von wegen halt eben Hausarbeit und sowas, ne? Meine Jungs 8 und 4 wollen immer die Jause selber machen und ich lasse sie und es ist immer gesunde Sachen dabei. Das ist schön. Das ist schön. Mein Sohn liebt ja zum Beispiel auch. Ich weiß das sehr zu schätzen. Er liebt Erdbeeren. Erdbeeren könnte er von seiner Seite aus immer mitnehmen. Er liebt es halt einfach, das Zeug. Und Banane ist er auch mal hin und weg und ich frage ihn auch immer, was er mitnehmen möchte und so. Und dann sagt er ja immer, was er auf Brot haben möchte und so. Er isst tatsächlich sehr, sehr wenig im Kindergarten. Das ist, hat er doch nicht so richtig drauf. Also im Kindergarten will er meistens eher spielen. Hallöchen. Da hat er keinen Bock zu essen. Er will meistens einfach nur irgendwie spielen. Und da versuche ich ihm dann ein kleines bisschen ins Gewissen zu reden in letzter Zeit, dass er einfach mal ein bisschen mehr darauf achten soll, ein bisschen was zu essen. Aber eben,
auch Süßkram. Er ist zum Beispiel auch so ehrlich, dass er auch immer fragt. Ich glaube, es hat er nur einmal oder zweimal hat er das durchgezogen, dass er mal ganz heimlich was genascht hat, wenn er irgendwo eine Tüte offen stand. Aber ansonsten fragt er eigentlich immer, wenn er irgendwelchen Süßkram haben will. Er nimmt es sich nicht einfach. Er fragt immer, darf ich haben? Und dann diskutieren wir halt auch mal, wenn er gut gegessen hat, darf er das auch ruhig mal haben. Und wenn er nicht gut gegessen hat, dann kriegt er es halt nicht. Und ich finde das, ja, das, weiß nicht, ob es Erziehungssache ist oder ob es halt einfach Glück ist, dass ich bei ihm ein bisschen Glück habe, dass er da wirklich so ein bisschen zuverlässig ist bei sowas. Wow! Aber es funktioniert auf jeden Fall. Meine Mutter macht das einfach immer noch. Ich werde bald 20. Ich helfe natürlich auch immer, wenn ich kann, und mache auch viel im Haushalt beim Renovieren helfen. Jackie, aber ich finde das irgendwie, finde ich auch irgendwie ein bisschen süß, wenn man auch mit 20 noch sein Brot gemacht bekommt. Ist ja irgendwas Niedliches. Aber ich glaube, es, ja, solange du weißt, wie es geht, finde ich es auch nicht so schlimm. Es gibt halt viele, viele Kiddies da draußen oder Heranwachsende, vor allen Dingen eben 20, 18, 20, ne, so, die halt eben irgendwann dann das Elternhaus verlassen und sowas, und die können noch nicht mal Nudeln kochen. Da gibt es leider wirklich viel zu viele, die tatsächlich das noch nicht mal beherrschen. Und das ist dann traurig, wenn du noch nicht mal eine Portion Nudeln kochen kannst. Das. Und es hört sich total quatschmäßig an, weil ich meine, Nudeln kochen, das ist heiß Wasser und da Nudeln reinmachen. Für uns diejenigen, die es halt können, ist das total was Normales. Es gibt Leute, die das tatsächlich nicht drauf haben. Die verstehen auch nicht, dass sie einfach nur hinten drauf gucken müssen auf der Packung. Und dass da wirklich dann drauf steht, dass du einfach nur das Zeug halt eben ins heiße Wasser packen musst. Das verstehen manche tatsächlich wirklich nicht. So, jetzt können wir Donald umziehen. Ich kann Donald umziehen, oder? Jetzt will ich mal sehen, wie das aussieht. Das macht meiner mit 14 auch immer noch. Auch wenn ich nicht zu Hause bin, ruft er an. Ich hätte das nie gemacht wegen einem Eis oder so. So süß. Ja, das ist dann irgendwie voll niedlich. Ja, eben. Ich finde das irgendwie voll putzig. Wenn man wirklich dann wegen so jedem kleinen bisschen, darf ich das haben? Finde ich voll, voll süß. So. Scar, nimmst du mal deine Birne aus dem Weg? Alter, immer diese eingebildeten Löwen, die sich immer in den Mittelpunkt stellen müssen. Wir haben die ganze Cutscene versaut. Pff. Arschlöwe. Oh. Mein Sohn will im Moment auch nur Bananen und Erdbeeren essen. Meine große Frage auch immer, obwohl sie sich selbst bedienen könnte. Ich finde das super. Ich finde das ganz toll. Ich weiß nicht, ob es Erziehungssache ist, aber ich finde es ganz toll, wenn Kinder wirklich dann so weit sind, dass sie halt wirklich regelmäßig einfach fragen. Verkaufe Stachelbeerkuchen 10-mal. Okay, mache ich. Ich kaufe ein bisschen Stachelbeerkuchen, wa? Nee, ich mache welche. Ich kaufe nicht. Minzi, wenn 2 Meter große Menschen vor einem Kino sitzen. Genau. Das hatte ich damals, ich musste meinen Bruder mit begleiten in 8 Mile. Ich war im Kino in 8 Mile. Frag mich nicht, warum ich da rein musste. Mein Bruder weiß es wahrscheinlich heute auch nicht mehr, warum ich da rein musste. Heute würde ich es auch nicht mehr angucken. Wir waren in 8 Mile und der Film war so im Hype. Damals waren die Kinosäle noch proppevoll. Wann kam 8 Mile raus? 2003? Es müsste 2003 gewesen sein, ne? Oder? Ich guck mal kurz nach. 8 Mile. Das war 2003, siehst du? Habe ich sogar gewusst. 2003 im Kino. Und da ist tatsächlich so, wir haben nur Plätze ganz vorne gekriegt. Mein Bruder wollte unbedingt diesen Film sofort sehen. Also wirklich an diesem einen Tag, wo wir halt eben dann hingegangen sind. Und wir haben nur noch ganz, ganz vorne Plätze gekriegt. Ich glaube, das war zweite Reihe oder so. Allein schon, dass du da sitzt, weißt du, da guckst du so und dann guckst du, der eine muss gucken, was da passiert und der andere gucken, was da passiert. Das ist so, weiß ich nicht. Kann ich den Stachelbalkon überhaupt mal machen? Muss mal gucken.
Ich weiß noch gar nicht mehr, wie der den macht. Oh, scheiße, warte mal kurz. Vielleicht einfach nur... Schneewittchens Stachelbeerkuchen? Vielleicht einfach nur mit Eiern zusammen. Also Mehl, Butter, Eier und Stachelbeeren. Ich guck mal. Ich kauf mal Eier. Jedenfalls, wir saßen dann in der zweiten Reihe und haben dann eben so allein schon so gucken müssen. Weißt du, allein schon, dass du so gucken musst. Und was war? Wir hatten Vollidioten hinter uns sitzen. Richtige Arschloch-Kiddies. Gut, es war 8 Mile. Da hast du diese ganzen Chapo-Hip-Hop-Kiddies vielleicht auch mal drin gehabt, die damals mir alle auf den Sack gegangen sind. So, jedenfalls, die haben hinter uns... Und die haben ihre Füße... Die haben ihre Füße nach vorne gemacht. Über den Sitz drüber, schön die Beine über den Sitz und die Schuhe direkt über unsere Köpfe. Sodass wir halt nicht richtig hochgucken konnten. Also wirklich nur so. Und da hörte dann auf und mehr konnten wir nicht machen. Und das Problem ist, man hätte jetzt auch sagen können, hä, wieso habt ihr nichts gesagt? Ich war 13. Da war ich noch nicht so, hatte ich noch nicht so große Fresse. Jetzt, wo ich älter bin, hörte ich natürlich was gesagt. Natürlich ging die ganze Mal, hackt's euch. Ich rufe eure Eltern an. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Also mit 13 ist man eigentlich nicht so dabei, dass man da jetzt schon so viel... Ah, ich habe Butter nicht gekauft, ne? Ups. Dass man da schon so viel anfängt, Stress zu machen oder so, ne? Traut man sich noch nicht so viel. Den Film haben wir in der 6., 7. Klasse in Ethik angesehen. Was? 8 Mile in Ethik? Sag das mal Eminem, ob der das wirklich gedacht hätte, dass sein Film mal in Ethik drin vorkommt. Ich saß bei Fast and Furious neben einer Box, war auch tot. Oh Gott! Pff, Alter! Okay, das kann ich mir echt gut vorstellen, dass das echt heftig sein muss. So, warte mal. Butter... Weizen, das ist, genau, das ist. Okay, mit Ei bringt es noch nicht so viel. Vielleicht jetzt noch mit Vanille? Nee, vielleicht noch mit Zucker? Eis, weiß doch nicht. Nee. Vielleicht doch nicht mit Ei? Warte mal, wenn ich jetzt nur Zucker reinmache? Auch nicht. Ich muss einen Stachelbeerkuchen hinkriegen. Aber nicht Schneewittchens Stachelbeerkuchen, sondern irgendeinen, oder? Oder ist das wieder nur falsch übersetzt? Jackie, hallo. Schönen Abend. Und ich dir auch. Ist das nur wieder falsch übersetzt, Leute? Das ist kein Spoiler, Leute. Ihr helft mir nur damit, dass ich keinen Fehler mache. Also mit vollem Mund. Ja, mit vollem Mund ist bei mir klar. Ist das wirklich wieder falsch übersetzt? Verkaufe Stachelbeerkuchen. Das ist eigentlich Schneewittchen. Oh, toll. Oh, ja, gut. Dann habe ich alles. Ja, okay. Alles gut. Danke, Leute. Ich dachte, ich müsste einen anderen. Jein? Was? Du hast sogar keine Ahnung, Lenja. Ja, ein Wort weg. Aber wie war das mit dem Brunnen? Wie war das mit dem Brunnen? Es war ja nicht irgendein Brunnen, es war genau der Brunnen. So, die muss ich 10-mal herstellen. Also ich finde es schon falsch übersetzt. Man soll es halt reimen, Schneewittchens Stachelbeerkuchen. Wenn er schon so heißt. Erdbeeren. Toffee Erdbeeren. Heißen die ja auch. Die heißen ja auch nicht einfach nur Erdbeeren, die heißen Toffees Erdbeeren. Oh, Toffee Erdbeeren. Oh, jetzt nimmst du Erdbeeren. Du nimmst Zucker und karamellisierst da so richtig leckeres Karamell und dann tunkst du deine Erdbeere da rein. Weißt, Zucker an sich ist nicht so. Nicht so meins. Das ist dann einfach nur Zucker auf Erdbeere, das schmeckt dann einfach nur zu süß, finde ich. Aber Karamell. Flüssiges Karamell, das so richtig schön warm ist und da noch eine Erdbeere drum. Das ist was anderes. Das ist wie das Finanzamt. Streichen ist einfach einfacher als hinzufügen.
Ja, natürlich. Wir dürfen nicht übers Essen sprechen, aber er hat heute sich über die Erdbeeren rein mit vollem Genuss und wir müssen zusehen. Ja, ihr habt aber auch öfters übers Essen weiterhin gesprochen. Wir hatten es auch vorhin von Geburtstagskuchen. Ja. Ich gönn mir hier. Ich streame ja auch heute bis um 23. Wir streamen jetzt auch schon wieder insgesamt. Ja, 1 Stunde 16 Minuten. Wann haben wir angefangen zu streamen? Um 5? Ich glaube, ja. So. Ich glaube, 5 Uhr war es, ne? Das heißt, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Schon wieder fast 6 Stunden. Ich wollte gerade sagen, bist noch ganz schön spät online. Ja, wir hatten heute eine Sub-Challenge. Jasmin, danke. 5 Stunden, 37 Minuten streamst du schon. Siehst du? Wir sind schon mal bald bei 6 Stunden. Wenn wir jetzt bis zu 23 gehen, sind wir bei 6 Stunden. Und da darf ich mir ruhig mal ein bisschen Erdbeere gönnen. Blackhead, dankeschön für den Follow. Ist die Benjamin Blümchentorte eine gute Wahl zum 18? Sie ist Kult, das muss ich schon zugeben. Die ist schon Kult. Sie schmeckt nur nicht so, wie man es vielleicht hätte haben wollen, können, müssen, wie auch immer. Also ich finde, es gibt deutlich bessere Sachen als eine Benjamin Blümchentorte vom Geschmack her. Aber sie ist halt schon irgendwie cool. Sie gehört irgendwie zum Erwachsenwerden dazu. Bediene Kunden im Jeremie. Okay, mach ich. Sie gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Also irgendwann in seinem Leben muss man sie mal gehabt haben, finde ich. Aber ich glaube, es ist halt auch nur für diejenigen, die halt tatsächlich wirklich so, ja, irgendwie Berührungspunkte gerade in der Kindheit damit hatten, oder? Aber 7 bis 8 Euro mit... Ja, ist ja nicht teuer, ne? Ja, vor allem nicht so winzig. Und doch nicht groß. Und da ist eigentlich nur Müll drin. Kartoffelsuppe mit Lauch. So viel zum Thema nicht über Essen reden, ne? Jetzt kriege ich hier Kartoffelsuppe mit Lauch vorgesetzt. Ich finde, wenn die Benjamin-Torte noch so halb gefroren ist, schmeckt sie ganz gut. Wie eine Eistorte. Oh, generell eine Eistorte ist halt irgendwie auch so super, ne? Mir fehlt Milch. Milch. Ich kaufe jetzt einfach auch mal ein bisschen mehr Milch. Dann haben wir auch ein bisschen was auf Lager hier. Da ein bisschen trotzdem im Inventar. Zwar ist mir jetzt aber wurscht. Ja, Kartoffelsuppe mit Lauch muss gemacht werden, wenn es sein muss. Fertig. So, zack. Das ist leider meine Tiefkühltorte wegen dem Auftauen lassen müssen. Ja, gut, aber trotzdem. Ich bin es vielleicht einfach. Ich habe einen sehr, sehr guten Konditor bei mir in der Nähe. Da sind die Torten und die Kuchen einfach so fantastisch. Hallo, gut. Ich kann Olaf. Dieses ganze Scheißzeug aus dem Gefrierfach einfach nicht mehr essen. Ist halt wirklich so. Was sagt eine Frau mit Sperma auf der Brille? Oh, danke. Ich hab's kommen sehen. Das macht mich so glücklich. Toffi, du Schwein. So, Gazpacho. Kann ich das Rezept schon? Sehr gut. Weil manchmal weiß ich das tatsächlich nicht. Ich wollte die Torte früher immer haben, habe sie aber nie bekommen. Ich finde es toll, dass ich jetzt erst die ganzen Sachen bekomme, die ich als Kind wollte. Auch eine Geschichte, ja, ich weiß nicht, ob ich die euch schon mal erzählt habe. Ich habe, als ich ein junger Mensch war, der noch zu Hause gelebt hat, hat meine Mutter und mein Stiefvater waren tatsächlich ziemlich... knauserig, muss man schon sagen. Also die haben schon ein bisschen so drauf geachtet, dass man jetzt nicht unbedingt gerade verwöhnt wird als Kind. Wir haben zum Beispiel auch selten was Süßes gekriegt. Bei uns gab es auch sowas wie Coca-Cola nicht. Bei uns gab es nicht sowas wie... Ich muss noch gucken, was Elsa eigentlich haben möchte. Die braucht auch noch ein paar Lieblingsgeschenke. Es gab, wie gesagt, kaum Süßigkeiten. Coca-Cola gab es nicht. Irgendwelche No-Name-Sachen, die halt einfach teilweise uns nicht geschmeckt haben. Also wir mochten sie halt einfach auch nicht. Aber
ich kann es natürlich verstehen, dass man nicht immer das Teuerste kauft, aber wenigstens hin und wieder hätte ich jetzt halt einfach mal toll gefunden, dass er halt einfach hin und wieder mal eine Cola oder sowas. Und wir haben so zum Beispiel auch diesen ekelhaften Eistee, diesen Pulvereistee ständig gekriegt. Also das war das Beste, was wir kriegen konnten. Entweder konnten wir Wasser trinken und wenn es nicht Wasser ist, dann eben dieses ekelhafte Pulvereistee-Zeug, weil so eine Box, wie viel war da drinne? Das war auf jeden Fall für mehrere Liter, für mindestens 10 bis 20 Liter war da Pulver drinne und wie hat die gekostet? 30 Cent, war ja auch nur Müll drinne, gefühlt einfach nur Sägespäne mit ein bisschen Zitronengeschmack. Ja, auf jeden Fall das Zeug haben wir dann noch gekriegt. Und was war dann, als ich dann eben ausgezogen bin von zu Hause? Ich schreibe mir das jetzt mal auf, was sie braucht. Fischtacos, Alter, noch ein Wunsch. Als ich dann ausgezogen bin von zu Hause, habe ich richtig heftig zugenommen, weil ich angefangen habe, all die Sachen, die ich nicht gekriegt habe, einfach mal zu essen und zu trinken. Ich habe Eistee, teilweise die Eistee, diese pottesüßen Eistee-Dinger aus dem Tetra-Pack, habe ich so einfach so immer getrunken. Die habe ich neben mir stehen gehabt, neben dem Bett und einfach so zwischenzeitlich einfach so getrunken. Ich habe Kuchen gefressen ohne Ende, Süßkram sowieso. Ich glaube, ich habe 10 Kilo zugenommen in einem Jahr. In einem Jahr, in dem ich ausgezogen bin, habe ich 10 Kilo zugenommen, weil ich so viel gefressen habe. Deswegen, liebe Eltern, wenn ihr euren Kindern alles verwehrt an Süßkram oder irgendetwas, was dick macht, kann das auch nach hinten losgehen. Dann kriegen sie nämlich einen mega Heißhunger und Jipper da drauf, wenn sie irgendwann später mal nicht mehr abhängig davon sind, es irgendwo zu erbitten, sondern sich einfach selber kaufen können und irgendwann werden sie dann richtig fett. Ja. So viel dazu. Krümeltee trinke ich ab und zu mal gerne. Ja, ab und zu sage ich ja gar nichts dagegen. Vielen Dank. Aber wenn du das nur säufst, das Zeug. Es ging sogar so weit, dass ich teilweise diese Vitamin-C-Tabletten, die meine Mutter hatte, getrunken habe. Weil mir Wasser zuwider war. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit immer nur Wasser saufen. Und deswegen habe ich diese Vitamin-C-Tabletten teilweise sogar in die Dings geschmissen, ins Wasser geschmissen. Und das hat so schön gesprudelt, das fand ich auch noch lustig. Und dann habe ich dieses Vitamin-C-Zeug gesoffen, das halt nach Zitrone oder nach Orange geschmeckt hat. War voll eklig. Aber ich habe es halt gemacht. Aha.